Hier wäre jetzt theoretisch der Schießstand, richtig? Ja, er hat hier einfach in der Burg sich einen Schießstand aufgebaut. Ja, warum sollten wir? Ich würde sagen, ich schieße gar nicht so schlecht. Wir gehen jetzt mal den Weg einfach entlang. Weil ich weiß, was passiert. You alright? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Bye, bitch. Ja, keine Ahnung, ich find's nicht schlimm, dass die weg ist. Die nervt mich sowieso oft, deswegen ist okay. Blöd gelaufen. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Ja, das denke ich jetzt nicht. Maybe you should play a Call of Duty campaign game next. Yes, maybe. Ashley ist auf der anderen Seite. Ich muss schnell einen Weg hin dorthin finden. Ja, nee, musst du nicht, chill. Yeah, maybe I will do it. Maybe not. I'm not sure. I'm spontaneous. Ooh. Habe ich ganz übersehen, seht ihr? Ja, ich brauche nur 10 Mal, um da drauf zu schießen. Alles wunderbar. Typisch ich. Okay. Ich dachte, hier wird es irgendwo hingehen. Ich dachte, uns erwartet hier Spaß. Wie langweilig. Okay, ja. Wir ziehen noch einmal kurz durch. Ich finde, Resident Evil hat am Ende auch immer so eine... Er hat am Abend immer so eine bestimmte Stimmung. Keine Ahnung, es macht irgendwie dann doch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Ach ja, Kanalisation, fuck my life, ey. Zum Glück haben wir eine neue Waffe. Mann, wenn ich das schon nur höre. Oh, das ist noch auf laut so. Ich möchte hier nicht sein. Immerhin hat's Geld gebracht. Autschie. Ich flüchte. Da hinten ist halt was. Mann, was ist denn das? Ich kann nicht.
Mann. Da chillen die doch schon. Ich seh's doch, ich bin doch nicht blöd. Für wen halten die mich? Moment, vielleicht wir probieren mal was aus. Enttäuschend. Ich weiß nicht, kann ich damit vielleicht irgendwas anfangen? Nicht so wirklich, ne? Ah, wir machen mal die hier. Rotes Auge, spannend. Hier liegt doch was. Munition, ja, okay. Ja, die Sache ist, das war halt nur der Anfang, ne? Das ist das Traurige. Hab jetzt schon richtig Bock. Nicht. Was ist das Ding? Entfernen, ja, okay, das heißt, es ist jetzt gerade drauf. No! Stirb! Stirb! Da oben chillt noch einer, oder? Wir schauen mal kurz. Ah nee, das kann auch was anderes sein. Puh. Wild. Einfach nur wild. Ja, bleib besser liegen. Die Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Was da immer dazwischen liegt, ich will's nicht wissen. Aber das ist halt tatsächlich einfach nur lustig. Also das ist halt so lustiges Resident Evil. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Klar, man kann das alles auch immer super ernst nehmen und so, aber für mich ist das hier halt wirklich einfach der perfekte Mix zwischen lustig und gruselig, weil jetzt gerade ist halt schon ein bisschen gruselig, ne? So ein bisschen. Und wenn man halt was Richtiges, richtig Böses haben will, dann spielt man halt Outlast oder so, ist halt wirklich so, oder Daylight auf Hardcore-Modus. Man stirbt einfach, deswegen weiß ich nicht. Ich fühle das immer alles nicht so. Wenn die so versuchen, die Spiele jetzt alle so richtig krass gruselig zu machen, dann müsst ihr mir schon deutlich mehr bieten als das oder als mir halt jetzt im Moment hier irgendwo auf dem Spielemarkt geboten wird, actually, ne? Ja toll, meine Schrotflinte ist leer, lieben wir. Ja, weiß ich nicht. Das hier ist halt alles noch so lustig, man kann drüber lachen, alles ist gut. Aber, ja. Das ist halt so noch lustiger Horror. Au, ich muss kurz nachladen.
Lass mich in Ruhe. Ich muss nachladen. Do you like Ashley? Honestly, it's just funny with her. It's like not about I like her, I don't like her, it's just funny. Reese Notiz, einige Parasiten haben die Fähigkeiten, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie der Parasit es tun. Moment, wie die Parasiten es tun, okay. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirten ändern können. Die Krol bla bla bla, wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettern die infizierten Ameisen an einer Pflanze empor und beißen sich dort fest. Sie bleiben dort bis zum nächsten Morgen und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Das ist spannend. Ihr lest es euch selbst durch, drückt auf Pause. Ja, das ist gerade viel. Also auf YouTube könnt ihr auf Pause drücken, auf Twitch nicht. Die Sache ist, ich habe das Ganze schon 50 Mal gehört. Auf nochmal kann ich verzichten. But yeah, with Ashley, it's just funny. It's not like, I don't hate her, I don't like her. She's there and it's okay that she's there because she's funny. Oh, hinter mir. Das fand ich jetzt nicht so günstig. Alles für den Seidenkristall. So ist es. Is she problematic? Yes, definitely. I mean, the way that she's gone now, I think that's the definition of problematic. Wow. Wow. Ich kann nicht mehr. Wieso? Ich kann nicht. Spannend. Sind wir jetzt einfach nur hier oben? Sieht so aus. Da ist wohl ein kleiner Unfall passiert. Sorry.
Ja, rennt ihr mal. Nein! Wir haben den Typen gekillt. Ah, ich bin dumm. Nein! Wir dürfen ihn natürlich nicht killen. Ach, ich bin dumm. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich glaube auch. Ich weiß nicht genau. Ah. Okay. Ich weiß nicht. Oh. Ein Moment. You're going to cry almost. You sound so saddened by whatever happened. Yes, I've killed the guy who is selling us our weapons. That was not very smart, so I was a bit pissed, but I just did it again and everything was fine. Dieses Mal haben wir die eigentlich alle direkt erstmal verscheucht. But now all of them are gone and I cannot see them. This is a little bit scary. When you were like, oh no, I'm so stupid, yes. It was so stupid killing that guy, because when he is dead, you cannot get any new weapons and stuff, and yeah, this was a little bit stupid. Oh, das war dumm, ja, was soll ich sagen? Hm. 4400 Petras, dafür können wir uns ja richtig gönnen. Oder waren das 4400 oder 44? Nee, 4400, oder? Ja, okay. Ja, nicht viel. Aber wir können was verkaufen. Fällt mir so auf. Wir haben Maske mit Kerben. Lampe. Ich meine, es ist besser als nix, ne? I'm going to kill my neighbor. They are being so loud right now. Oh no. You should be happy that they are not cooking. But I'm a little bit sad about that. It would be very funny. Ja, okay. Ich würde sagen, den Rest sparen wir erstmal. Ich glaube, das ist so die stärkste Kombi, die man halt haben kann. Oh. They are not the ones with the
Very good food. It's some random person. Oh. Maybe you should just go and talk to that random person. I think this would be a great idea. Don't you think? I think it would be just great. Just go there and say hello. Ooh. Notiz des Kastellans. Mitglied der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatten. Der erste Kastellan beraubte sie ihre Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühle ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, die sie einst entrissen haben, die Lost Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Mit diesem Erfolg war ich der Aufweckung der Lost Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Zedler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen. Und auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf dass die Welt ohne Sünde sein. So wie es sein sollte, die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihnen enträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Oh Gott. Hm. Now, what should I say to them? Just go there and say, why you are so loud? I'm trying to sleep right now. And also I'm watching a very good live stream and you are so loud that I cannot hear what this beautiful person in the live stream said. So stop being so loud and shut the fuck up. What do you think about that? I think this would be very good. No, because they know me, because they know me and my dad, and this would be awkward. No, totally not. Just try it out. Especially the part with the beautiful person. I think this is like... Just do it. Honestly, it would be so good. Just do it. Totally not awkward, totally nice and friendly and great. What should I say to the person with the totally horrible food? Just go there and say hi. Your food smells very good. And I really would like to try it. Because I'm very hungry right now. And I'm in the mood for some toilet food. Ha! Dieser Reim. Ich bin so ein Poet. Yes, just go there and say I'm in the mood for toilet food. So, yeah. Wie stumpf. Ich sterbe wirklich. Wieso sage ich solche Sachen? Und wieso komme ich da um 23.54 Uhr drauf? Da merkt man, mein Leben ist einfach langweilig. And I would say that you want some too.
Yeah, just you can say it. Because you will get like food for two persons, and I won't be there. So I think this is like bad for you and not for me. They will cook more for that, and the smell would be. Entschuldigung. Oh, Geld. Petras nehme ich gerne. Kein Problem. Wo rennt er hin? Bleib stehen. Glück gehabt. Das sage ich dir. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja gut. I will get you into Scotland and then you will have to be there with me. No, I don't think so. I think I'm ill right now, so yeah. I'm not able to come to Scotland right now. I'm so sorry. Ouchie. Wie soll ich den denn umbringen? Ich hab den doch aber vorhin schon voll fies getroffen. Okay. If you're going ill, you should be in bed right now. Yeah, I should, but you know. I'm streaming right now, having so much fun, and I think having fun is good. For your health, so yeah. Okay. Muss mal kurz gucken. Hier kamen wir ursprünglich her. Wir sind dann hier hochgelaufen. Dann waren wir hier. Hier waren wir auch. Dann sind wir hier lang gelaufen. Dann hier durch. Achso, ja, wir sind da ja runtergesprungen, hier links, und nicht hier durchgelaufen. Das heißt, wir sind im Grunde genommen einfach im Kreis gelaufen. So dumm, naja, immerhin gab es ein paar Petras. Denke auch gleich beende ich irgendwann auch den Stream. Oh, Galerieschlüssel, wunderbar. Geht hier so?